Ja, liebe Fußballfans, Soccer Services ist heute wieder beim TSV Unstetten, unser Kooperationspartner. Saison 2011, 2012. Jede Woche wird euch Soccer Services ein Spielerporträt präsentieren. Heute wollen wir anfangen mit dem Mannschaftskapitän, 28 Jahre alt, Innenverteidiger Andreas Jenik. Hallo Andi. Hallo Damian. Ja, Andi. Gehen wir in die Fußballgeschichte zurück, ja, meistens muss man das auch machen. Irgendwann warst du mal ein kleiner Knirps, hat wahrscheinlich der Papa gesagt, geht's auf den Fußballplatz. Wo hast du denn mit dem Fußball-ABC denn angefangen? Ja, angefangen habe ich auch beim TSV Unstetten, bin dann in der D-Jugend zum FC Königsbrunn gewechselt und habe da bis zur A-Jugend oder auch ersten Mannschaft beim FC Königsbrunn gespielt und bin dann 2005, war es da, glaube ich, damals wieder zurück zum TSV Unstetten und ja, seitdem spiele ich beim TSV. Andi, wenn du so zurückblickst, Jugend und Erwachsenenzeit bis zum heutigen Zeitpunkt, was waren denn so die größten sportlichen Erfolge für dich? Ja, mit Königsbrunn hat man halt ja, jedes Jahr die Landkreismeisterschaft gewonnen, wie draußen wie drinnen. Ja, ziemlich großer Erfolg war damals der Aufstieg in die Bayernliga, in die A-Jugend dann damals, in der A-Jugend damals. Und ja, mit Hauenstetten aufgestiegen in die Bezirksoberliga. Und ja, letztes Jahr sind wir noch Stadtmeister geworden in der Halle. Ja, das sind so die Erfolge, die ich vorweisen kann, ja. Ja, das ist natürlich eine schöne Zeit. Man weiß, Hauenstetten groß geworden, Königsbrunn, jetzt wieder lange Zeit beim TSV Hauenstetten. Jetzt schauen wir mal dann auf die neue Saison. Ich meine, letzte Saison war es ja ein bisschen schwierig, super gespielt, eigentlich alle über den Wartungen. Dann knapp in den Aufstiegsspielen gescheitert. Wie siehst du das? Also hängt es noch ein bisschen so in den Köpfen rum? Wie bewertest du die Vorbereitung? Ja, also ich habe jetzt von der Vorbereitung selber nicht so viel mitbekommen, weil ich ja derzeit verletzt bin. Aber was man jetzt so hört und ja, mit den Kumpels auch spricht, ja, ab und zu redet man noch drüber, ja, aber wir haben ein neues Ziel, das ist die neue Saison und da wollen wir halt angreifen und wir wollen es dieses Jahr packen und ja, das ist eben unser Ziel, ja. Andi, kurz und knapp formuliert, unisono, Abteilungsleitung, Trainer, Mannschaftskapitän stimmen auf die Saison ein, auf den Aufstieg, das Ziel. Du hast gesagt, du bist verletzt. Was ist da passiert und wann können wir dich denn wieder beim TSV Hauenstetten sehen, also in der Punktspielrunde? Also genau weiß man das noch nicht, was passiert ist. Ich habe jetzt vor 4-5 Wochen, hat mir der Arzt gesagt, es ist ein Nerv eingeklemmt gewesen. Den hat man dann rausgedehnt oder rausgemacht dann. Und seitdem habe ich immer noch Schmerzen. Jetzt morgen, Mittwoch, habe ich noch eine Kernspintuntersuchung und dann zeigt sich's, wie lang, was es genau ist. Also es kann sich noch hinziehen, ja, leider. Ja, da vermute ich dann dich der Trainer dann ersetzen, mit einem anderen Innenverteidiger. Vielleicht auf die Mannschaft zu kommen, das Gefüge ist ja so geblieben. Unheimlich wichtig natürlich, wenn man jetzt auf die neue Saison hinschaut, um das Ziel weiter zu verfolgen, um den Aufstieg zu realisieren. Wie bewertest du jetzt so die Vorbereitung, beziehungsweise wie siehst du so die Stärke der Mannschaft? Hat sie sich weiterentwickelt oder was denkst du? Ja, also weiterentwickelt haben wir uns auf jeden Fall. Also besonders die jungen Spieler, die haben sich enorm weiterentwickelt. Die sind körperlich viel robuster, viel aggressiver. Auch auf dem Platz übernehmen sie jetzt mehr Verantwortung wie letztes Jahr. Und ja, unsere zwei Neuverpflichtungen wie Türkli Sebastian und Kreimel Daniel, das sind halt schon auch ja, richtige, gute Fußballer. Und das merkt man halt auch im Spiel, ja. Vielleicht noch abschließend zu deiner Person. Ich meine, bist schon noch jetzt in meinem gehobenen Alter, es geht bestimmt noch einige Jahre im Fußball. Was ist deine sportliche Zukunft? Irgendwann mal, sagen wir, weiterhin beim TSV als Spieler zu agieren oder dann vielleicht doch mal irgendwann mal, wenn man in 2-3 Jahren so hinschaut, vielleicht mal doch eine Trainerlaufbahn einzuschlagen? Hast du da irgendwelche Planungen oder machst du es dann ganz spontan? Also Planungen habe ich schon, ja. Also jetzt mal so lange, wie es möglich ist, noch Fußball zu spielen. Ja, beim TSV ist der Plan. Wer weiß, was passiert, aber normalerweise bleibt es beim TSV und dann irgendwann die Trainerkarriere starten, ja. Ganz klare Ziele, ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Dir, Andi, erstmal danke für die Statements, haben wir ein bisschen was über dich erfahren und auch was so deine Ausrichtung für die neue Saison betrifft und alles Gute. Bitteschön, danke, Damian.
Ja, das war das Interview heute, Spielerporträt, erstes in der neuen Saison 2011-2012, Mannschaftskapitän Andi Jenig vom TSV Hornstetten. Vielen Dank Ihnen beim Zuschauen und schauen Sie einfach mal vorbei auf www.soccerservices.de beziehungsweise auf die Homepage des TSV Hornstetten. Dort können Sie dann die einzelnen Spielerporträts abrufen und sich anschauen, wer denn die Fußballer sind, die im Trikot des TSV Hornstetten stecken. Vielen Dank fürs Zuschauen.